Einen wunderschönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Train Simulator 2021 der Danish Speeders. Wir stehen hier mit unserem ICE 1 in Münster und ja, wollen diesen oder müssen diesen nach Bremen bringen. Und ich habe mir gedacht, dass jetzt mal wieder Zeit für ein bisschen Fernverkehr ist und ja, hab mich jetzt für diesen ICE 1 entschieden von 3D-Zug und ja, ich lese hier einfach mal vor. Dieser ICE, den du hier gerade in Münster übernommen hast, hat zurzeit eine Verspätung von etwa 12 Minuten. Es gilt, diese möglichst schnell wieder herauszufahren. Pünktlichkeit vor Wirtschaftlichkeit. Ja, und in diesem Sinne, herzlich willkommen. Ich werde jetzt einfach mal starten und werde jetzt mal hier ein wenig aufrüsten, würde ich sagen. Türen öffnen, ganz wichtig. Das lassen wir. Zack. Scheibenwischer natürlich an. Da tut sich noch nichts, warum auch immer. Jetzt. So. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich würde sagen, dann lösen wir schon mal die Bremse. Entschuldigung, und schauen wir nach draußen. Naja, gehen lieber wieder rein. Warum das jetzt dreimal abläuft, kann ich leider nicht sagen. So, auf geht's. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord des ICE 208 der Fahrt nach Kiel Hauptbahnhof über Bremen, Hamburg und Neumünster. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bitte beachten Sie, aufgrund der Türstörung in Duisburg hat unser Zug leider immer noch eine Verspätung von etwa 12 Minuten. Wir bitten dies zu entschuldigen. Unser nächster Halt ist dann Osnabrück. Über Ihre Anschlussmöglichkeiten dort werde ich Sie noch rechtzeitig vor Ankunft informieren. Ladies and Gentlemen, welcome on board of the ICE 2 Kiel via Bremen, Hamburg and Neumünster. We wish you a pleasant journey. Please note that our train is
still delayed by 12 minutes. How about your connections? I will inform you soon enough. Ja, ich würde sagen, ihr habt es gehört. An diesem Zug gab es leider eine kleine Türstörung im Duisburg Hauptbahnhof und aufgrund dessen hat dieser Zug eine Verspätung von 12 Minuten, die wir jetzt versuchen sollen, wieder rauszufahren. Was wir natürlich mit aller Macht versuchen werden und uns aber trotzdem an die Geschwindigkeitsbeschränkungen und Signale, eventuell da rote Signale halten werden müssen. Ja. Wir schauen mal, ob wir das einigermaßen wieder hinkriegen. Im Sinne der Fahrgäste natürlich. Das Wetter erinnert mich so ein bisschen an den Sommer dieses Jahr, der ja ungefähr genauso abläuft. Also bis auf ein, zwei Tage mal zwischendurch ist das ja unser Standardwetter. Nummer 8 finden Sie unser Bordrestaurant und Bordbistro. Wir würden uns freuen, wenn Sie dort einmal vorbeisehen. Nutzen Sie zur kontaktlosen Ticketkontrolle auch gerne unseren Komfort-Check-In. Weitere Informationen finden Sie auch auf bahn.de. Ja, so viel dazu. Bordbistro wurde natürlich erwähnt. Und ihr seht, der 3D-Zug, beziehungsweise der ICE-1 von 3D-Zug ist voll begehbar. Man kann hier sämtliche Wagen betreten und das finde ich doch sehr schön, muss ich wirklich sagen. So, hier ist das Bordbistro. Eigentlich schade, dass es da nicht steht ICE nach, aber naja, man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall ist es noch sehr gut am Regnen oder sehr stark und wenn man da sich den Himmel so anschaut, sieht es nicht danach aus, als ob es jetzt in der nächsten Zeit aufhören wird. Von daher machen wir das Beste draus. Es gibt einfach so Tage, da bleibt man lieber im Bett. Und ich glaube, das ist so einer. Aber als verantwortungsvoller Triebfahrzeugführer geht das natürlich nicht. Fahrgäste wollen an ihr Ziel kommen und haben natürlich ein Recht darauf und ja, da müssen wir unserem Mann stehen und unser Bestes geben, dass wir auch pünktlich ankommen. Wir dürfen auf 200 beschleunigen.
Aber vermutlich werde ich sie bis nach Osnabrück eh nicht pünktlich schaffen. Also, laut Plan bin ich da um 8.29 Uhr und soll um 8.21 Uhr aber schon da sein. Das geht sich natürlich nicht aus. Ich glaube nicht, dass ich hier 5 Minuten da bin. Aber man wird sehen. Bleibt und bleibt dunkel, es kommt ja nicht ein Sonnenstrahl durch oder es wird nicht ein Stück heller, sodass wir wohl noch länger mit dem Regen zu rechnen haben werden. Aber solche Tage gibt es auch, ne? Die komplett verregnet sind, wo es morgens schon losgeht. Es macht keinen Spaß, aber naja, fürs Klima und für den Boden ist das auf jeden Fall gut. Nur wir Menschen haben ja was, immer was zu meckern. So, dann sind es gleich noch 20 Kilometer bis zum ersten Halt in Osnabrück Hauptbahnhof. Von dort ist, von wo es dann weiter nach Bremen geht. Wo dann abermals das Zugpersonal wechseln wird. Auf dem letzten Teilstück bis nach Kiel Hauptbahnhof, wo dieser Zug dann enden wird. So, Vorankündigung 130. Das ist natürlich beherzigen.
So, 110. Und dann haben wir gleich eine kleine Tunneldurchfahrt und dürfen dann wieder auf 160 beschleunigen. Sehr schön. Ja, doch. Ich glaube, mit 200 hätten wir es hier nicht überlebt. Das wäre doch ein bisschen kritisch geworden. Da, wie gesagt, der Tunnel. So, und dann geht's wieder rauf auf 160. Da habe ich noch eine kleine, ja, kleine Quizfrage nebenbei so an euch. Woran erkennt man den Unterschied an einem ICE 1 und ICE 2? Ich habe es schon mal in früheren Videos erwähnt und ja, vielleicht gibt es unter euch ja welche, die das wissen. Ich weiß es und ja, schreibt es in die Kommentare. Ersten Stopp in Osnabrück.
ganz nebenbei machen wir natürlich noch eine 3-Bundesländer-Bereisung. NRW über Niedersachsen bis nach Bremen. Und ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön an dem, der Strecke, dass man hier auch Grenzen überschreitet. Also innerstaatliche Grenzen. Und ja, das hat man auch nicht immer. Eigentlich nur... dieser Strecke. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir den Teil aus der Brücke mit einer Verspätung von 30 Minuten. Wir bitten dies zu entschuldigen. Wir erreichen dort leider nicht mehr den RE9 nach Bremen. Kommt dem Service 0828. Die nächste Reisemöglichkeit besteht um 9:29 Uhr West Nord. Auch erreichen wir nicht die Nordwestbahn am Bremen. Reisende nur bis Bramsche können noch die RE8 nach Oldenburg um 9:31 nehmen. Ansonsten die nächste Anschlussmöglichkeit um 9:26 auch von Westreise. Für weitere Anschlussmöglichkeiten beachten Sie bitte die örtlichen Lautsprecherdurchsagen sowie die Aushänge am Bahnsteig. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die dort außen noch umsteigen. Wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, we will arrive now in Osnabrück. We are still delayed by 13 minutes. You cannot reach the regional train to Bremen via Bochum because at 8:29. Next possibility is at 9:29 from platform 5 North. And you cannot reach the Nordwestbahn to Bremen via Bramsche. Passengers to Bramsche can take the regional train 18 to Oldenburg at 9:01 from platform 13. Otherwise, the regional train at 9:26 also from platform 13. We wish you a nice day. Goodbye. Yeah. Durch die Verspätung von Duisburg, ausgelöst durch eine Türstörung, werden wir nun nicht mehr alle Anschlusszüge erreichen können. Ja, das ist leider Bahnalltag und gehört auch dazu. Höhere Gewalt, sagt man da, und ja, man kann sich nur entschuldigen und für Verständnis werben. Viel mehr kann man da leider nicht tun. Ärgerlich für die Fahrgäste, aber leider nicht vermeidbar. Manche Dinge passieren halt.
Aber der Zug wird nicht mal ganz reinpassen. Leider werden nicht alle Waggons reinpassen. So, öffne die Tür. Wir werden uns ja mal ein wenig umschauen. Ein wenig trostlos und trist bei dem Wetter, muss man ehrlich sagen. So, auf geht's.
ich glaube, die Verspätung bis nach Bremen werden wir jetzt auch nicht herausfahren, sodass wir leider, leider verspätet unsere Ziele erreichen werden. Aber dagegen kann man leider nichts tun. So ist es nun mal. So, und ich denke, ich werde jetzt hier einen Cut einlegen und das in einem neuen Teil weiterfahren, in einem weiteren Video, weil das sonst einfach zu lange wird. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis gleich.